In den Gropius-Passagen gibt es eine Fotoausstellung zu sehen, die eine Hommage an die Architektur der Gropiusstadt ist. Die Berlinerin und Hobbyfotografin Maika, deren Bilder dem Center Management auf ihrer Instagram-Seite aufgefallen sind, werden 2 Wochen hier im Erdgeschoss der Passagen zu sehen sein. Die Ausstellung ist im Thema Brutalismus, Berlin, Gropiusstadt und Fotografie. Yes. Also das ist der Hauptpunkt, die Fotografie. Was genau bekommen wir denn hier zu sehen? Was für Fotografien? Vor allem Bilder aus der Gropiusstadt, also nur Bilder aus der Gropiusstadt. Vor allem auch von Walter Gropius, die Häuser, sind einige Fotos von denen mit vertreten und natürlich auch ein Foto von den Gropius-Passagen. Die dürfen nicht fehlen. Ja, was fandst du denn so faszinierend von diesen Bauten? Vor allem die Linien, die Muster. Und vor allem ein Zusammenspiel mit bestimmten Winkeln und Lichtern, was man auch, glaube ich, sehr stark sieht. Einige habe ich morgens früh geschossen und da ist das Lichtverhältnis einfach wunderschön. Ja, morgens früh, da ist meine nächste Frage. Wie kam das denn zustande? Bist du dann echt morgens früh aufgestanden in den Gropius-Passagen oder hier in den Häuserschluchten gegangen und hast dann einfach los drauf? Im Winter sehe ich, weil da sind noch kahle Bäume. Genau, ich suche immer auf Instagram nach Motiven und habe dann die Gropiusstadt ziemlich schnell entdeckt und fand es mega spannend und habe jetzt schon einige Touren hinter mir. Das ist teilweise bis zu 4 Stunden laufe ich hier durch und schaue mir die Häuser an und suche immer wieder neue Winkel, meistens morgens, manchmal abends, aber vor allem, wenn das Licht schön ist. Apropos Instagram, oder man meint auch bei deinen Fotografien, du bist ein Profi. Nein, du bist ein Hobbyfotograf sozusagen. Und du wurdest entdeckt auf Instagram. Genau, ja, sehr zufällig. Habe ich mich sehr gefreut über die Anfrage von Sven Oswald und den Gropius-Passagen zusammen. Und ich mache das hobbymäßig, aber schon seitdem ich 10 bin oder so. Und seit 4, 5 Jahren Gebäude. Was ist dein Wunsch? Wer soll die Bilder sehen, deine Kunst? Jeder, der Bock drauf hat und jeder, der reinkommen möchte. Und ich hoffe, dass es sehr authentisch ist. Also vor allem auch für die Leute, für die Bewohner hier aus der Gropiusstadt, dass die sich auch identifizieren können mit den Gebäuden. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Jetzt sag mir mal einer deiner Lieblingsbilder und warum. Okay, ich sage, es ist das ganz rechts. Das ist das Hochhaus von Gropius. Walter Gropius hat es entworfen und das habe ich, glaube ich, um 7 Uhr morgens fotografiert. Und als ich das gesehen habe in der Bearbeitung später, dachte ich mir so, dafür hat es sich gelohnt, um 3 Uhr morgens aufzustehen und diesen Sonnenaufgang zu erleben. Ja. Was machst du denn sonst im normalen Leben? Im normalen Leben bin ich als Politikwissenschaftlerin unterwegs, im Master jetzt gerade. Und arbeite nebenbei noch als Online-Streetworkerin. Ja, das ist mein Lebensinhalt. Was ist denn der Bezug zu Gropiusstadt und diesem Haus und dem Bauhaus? Ja, uns gibt es ja schon sehr, sehr lange, als die Gropius-Passagen damals noch als einzelne Passagen um 69 herum und mittlerweile ein geschlossenes großes Center, das größte Center auch im Süden Berlins natürlich. Und dadurch, dass wir hier in Gropiusstadt platziert sind, möchten wir natürlich auch diesen lokalen Bezug ziehen. Und das ist ein sehr, sehr spannendes Thema, was man ganz toll auch mit den Bauhauselementen von Walter Gropius verbinden kann. Jetzt habt ihr sie ja auf Instagram so quasi gefunden. Wie wichtig sind die Social Media auch für so ein Center? Social Media ist die Zukunft der Kommunikation. Dort erreicht man auch nochmal eine ganz andere Zielgruppe. Und natürlich ist es dementsprechend auch für ein Shoppingcenter wie die Gropius-Passagen sehr wichtig, auch über die Social Media Kanäle wie zum Beispiel Instagram zu kommunizieren mit unseren Followern und diese natürlich immer auf dem aktuellen Stand zu halten, was im Center so passiert. Was wäre Ihr Wunsch, die Leute, die Menschen, die diese Ausstellung hier besuchen? Dass natürlich die Aufmerksamkeit auf diese Ausstellung gerichtet wird, dass die Fotografien zur Geltung kommen, dass auch dieser Bezug zur Gropiusstadt von den Gropius-Passagen gesehen wird und dass die Kunden einfach schöne Fotografien bestaunen können, während sie ihren Einkaufstag in den Gropius-Passagen gestalten. Das werden Sie ganz sicher nicht. Vielen Dank. Sehr gerne. Es gibt sogar ein Gewinnspiel hier. Ja, das gibt es. Sehr schön. Es müssen 3 Fragen beantwortet werden zu meiner Ausstellung. Also alle herkommen, sich's anschauen. Und dann kann man 4x100 Geschenk
Gutscheine gewinnen für die Gropius-Passagen. Ja. Wie schön findest du es, dass solche Passagen das anbieten? Weil es gibt ja hier viel Laufkundschaft. Definitiv. Ich finde es eine sehr, sehr schöne Aktion und auch sehr schön, irgendwie so diesen Trubel vom Einkaufen so ein bisschen Revue, also runterzufahren und mal runterzukommen und wirklich anzukommen in der Passage. Das finde ich immer sehr, sehr schön. Und auch hier finde ich diese Ausstellungsfläche ist sehr, sehr ruhig und bietet sich perfekt dafür an, mal abzuschalten. Weitere Informationen zur Ausstellung findet ihr auf www.gropiuspassagen.de. Der Berlin-Tourismus befindet sich mitten im Restart. Die Hotels freuen sich wieder auf touristische Übernachtungsgäste. Museen, Attraktionen und Restaurants der Stadt sind ebenfalls wieder geöffnet. Visit Berlin lädt ab den 7.7. alle touristischen Anbieter Berlins zu einer gemeinsamen Sommeraktion ein. Unter dem Hashtag All for One Berlin können touristische Unternehmen in den nächsten Wochen gemeinsam auftreten und sich damit gegenseitig unterstützen. Seit bald 30 Jahren wirbt Visit Berlin weltweit für die Marke Berlin. Die Welt für Berlin begeistern. Das Unternehmen, das unter der Marke Visit Berlin agiert, ist Partner, Akteur, Ideengeber und Netzwerker. Im Fokus der Arbeit stehen nachhaltige Produktentwicklung und die Vermarktung von stadtverträglichen Tourismusangeboten in allen 12 Bezirken. Ja, Visit Berlin und Hashtag All for One Berlin. Was hat es damit auf sich, Herr Tenzel? Das ist eine Initiative, die wir mit unseren Partnern zusammen machen. Und da geht es eigentlich um zwei Sachen. Das eine ist Reichweite generieren, vor allen Dingen in den sozialen Medien. Und auf der anderen Seite aber auch die Solidarität, die sich in den letzten Monaten der Krise gezeigt hat, nochmal so Schwung zu geben und nochmal gemeinsam was auf den Weg bringen, damit wir wieder Gäste empfangen können. Wer sind denn Ihre Partner? Wer macht denn da alles mit? Also wir haben im Moment 60 Partner in der ganzen Stadt verteilt. Das geht wirklich über Museen, da ist das Spionagemuseum mit drin, da ist das Sea Life mit drin. Das sind aber auch teilweise Hotels, Art Hotel Gruppe ist noch mit drin. Also TV-Turm, die gesamte Bandbreite. Was ist Ihre Idee dahinter? Ja, also wir stellen einen Rahmen sozusagen zur Verfügung. Der Rahmen ist ein Bild und da können Sie sich als der einzelne Anbieter in dem Rahmen in der Gemeinschaft präsentieren. All for One, das steht dann da so drauf und man kann dann seine eigene Botschaft kreieren und es geht. Und das ist der Trick an der Sache, einmal über die Kanäle des Anbieters, aber auch über die Kanäle, also Social Media Kanäle von allen anderen Partnern und von Visit Berlin und das sind einige Millionen. Erzählen Sie mir über die aktuelle Lage jetzt gerade. Ja, die aktuelle Lage in 2021, Sommer 2021, ist besser als 2020. Also wir haben wieder Gäste. Uns fehlen natürlich die internationalen Gäste. Und wir sind nicht auf dem Niveau von 2019, das wäre ein Rekordjahr. Aber ich glaube, der Sommer wird für die Umstände ganz erfolgreich werden. Und desto wichtiger ist dann so eine Aktion. Ja, genau. Damit Öffentlichkeit kriegen und einfach auch nochmal sagen, hallo, wir sind wieder da und kommt, besucht uns. Hier gibt es so viel zu entdecken, die neue U5, das Humboldt-Forum. Also ich glaube, da kann man sich, auch wenn man vielleicht vor kurzem oder länger in Berlin war, findet man immer was Neues. Visit Berlin ist eine Reise wert, aber auch für Einheimische. Berlin ist auf jeden Fall eine Reise wert, aber auch für die Einheimischen. Die haben uns im letzten Sommer ja hier viel, viel Kundschaft gebracht und insofern auch nochmal Dank an die Berliner selber. Wir hatten uns ausgesucht, wo treffen wir uns genau und wir haben uns entschieden hier vor dem wunderbaren Berliner Zoo. Ja genau, der Berliner Zoo ist ja sicherlich ein Aushängeschild. Es gibt übrigens auch noch den Tierpark, nicht zu vergessen. Also man muss ja immer two in one sozusagen, gibt es ein Paket. Und ja, das ist schon auch immer noch ein Magnet, nicht nur für die Berliner, vor allen Dingen natürlich auch für unsere Gäste. Sind Sie auch gespannt auf die ganzen Bilder, die da jetzt hochpoppen werden? Ja, wir haben schon mal so ein bisschen natürlich geguckt und wir haben auch schon ein paar Bilder gesehen. Ich finde es einfach, es kommt sehr sympathisch rüber und es hilft der Stadt und es hilft den Anbietern. Weitere Infos zur Kampagne sowie alle notwendigen Schritte zur Teilnahme finden Interessierte auf der Visit Berlin Webseite unter about.visitberlin.de/allforoneberlin.